Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. Also, 6 Jahre, 6 Monate und 5 Tage. Guten Abend, Rebecca. Einen wunderschönen Abend. Endlich habe ich mal ordentlich ausgeschlafen. Heute ist ein guter Morgen, aber... Wo bin ich? Und was zum Teufel ist hier passiert? Ich kann mich nicht erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, kann ich mich an fast nichts erinnern. Nach einem Hyperschlaf kommt es oft zu Gedächtnislücken. Aber wer vergisst seinen eigenen Namen? Vergisst. Ich habe wirklich lange in der Kapsel geschmort. Autsch, mein Kopf! Haben wir gestern Abend gefeiert? Wo sind all die Gäste hin? Sollte ich sie suchen? Hey, ist hier jemand am Leben? BASD, ne, kennen wir. Kamera gedrückt halten, kennen wir auch. So. Die erste Aufgabe, die wir haben, wir sollen uns einen Weg bahnen hier hinaus. Brauchen wir eine kybernetische Hand. Da brauchen wir auch eine kybernetische Hand. Aha. Zum Kabel nochmal. Jemand hat diese kybernetische Hand zu einem Rückenkratzer gemacht. Was für ein Sakrileg. Hi, Krischi. So, wir haben die kybernetische Hand zum Tragen großer Objekte und Sammeln von Ressourcen. Dieses veraltete Modell der Prothese ist auf Münzen ein Symbol für harte Arbeit, für harte, aber gerechte Autorität. Der letzte Herrscher der Erdföderation trug solch eine Prothese. So. Jetzt haben wir eine kybernetische Hand. Aufheben, Aussehen ändern. Genau hier war das, ne? Also diese Trolle könnten wir ja lassen, ne? Aber mit dem Bart bin ich nicht so... Was? Oh Gott. Ach komm, wir machen uns ein bisschen jünger. Mit Brille? Ja, können wir so lassen, ne? So. Oberteile. Jackett. Ah. Die finde ich cooler, oder? Und Schuhe? Die braunen? Nee, dann nehmen wir die kybernetischen, ne? Oder? Wie steckt denn die Hose in die Schuhe, oder was? Warte mal, wie mit der Hose müssen wir da nochmal was ändern? Ah, das lassen wir so an. Das lassen wir so an. Gut. Fertig. Leider kein Mädchen, nein. Leider kein Mädchen, so. Dann können wir das hier mal nehmen und das räumen wir mal hier. Dahin. Da würde ich es gerne hinstellen. Doch nicht da. Ach Gott, nicht. Ja, vergiss. So. Versteinerte Wurzel aufgehoben. Rostige Säge. Also alles, was wir machen können... Ist blau umrandet. Was rot ist, ist für uns noch nicht machbar. Zerlegen. Da brauchen wir eine Eisensäge. Krischi liebt schon wieder alles. Siehst du, guck mal hier, das können wir nehmen. Legen wir erstmal hier hin. Das können wir. Den Karton können wir. Da haben wir Papier bekommen. Bin am Verhungern, als ob ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen hätte. Und wer weiß, vielleicht ist dem sogar so. Also, wir haben hier unten den Gesundheitsbalken. Schlaf hilft uns, dass wir heilen. Die Sättigung ist dich, um zu sättigen, fällt die Sättigungsanzeige auf 0.
fängt dein Charakter an, Schaden zu erleiden. Okay. Also erst hungern und dann... dann haben wir Schaden. So. Was haben wir hier noch? So eine blöde Pflanze. Wir räumen mal hier so ein bisschen auf, ne? Den können wir zerlegen. Ja, sehr schön. Das können wir aufheben. Einfache Bohrmaschine benötigt. Okay. Dann haben wir hier, was haben wir hier? Oh Gott, warte mal, wir drehen mal ein bisschen. Da haben wir uns gebildet. Holz. Wer weiß, wozu es gut geht. Chiara! Oh, schön! Einen wunderschönen guten Abend. Dann ist wahrscheinlich auch Mike da. Und Dankeschön für die Bits. Dankeschön. So, was haben wir hier? Ein Geschenk. Eine rostige Säge brauchen wir hier. Ein neues Objekt erhalten. Wir gehen mal rein. Wir haben jetzt... Ach, da können wir einen kleinen Speicher bauen. Hier sind unsere Materialien. Biomasse, Altmetall, Plastik, Papier, Bohlen, Blech. Und Stromkabel haben wir schon. Die kybernetische Hand haben wir schon. Und unser Aussehen haben wir auch schon verändert. Und bauen können wir nur bis jetzt DOS. Unser Inventar beträgt momentan genau das, was wir hier unten in der Leiste haben. Dann werden wir mal hier... Ich glaube, ich spinne. Ein Kühlschrank auf dem Dach. Ich weiß zwar nicht, wer ich bin, aber jetzt weiß ich, dass ich ein Glückspilz bin. Lass mich rein, du blöde Tür. Ach, was soll's. Ich ersetze die Batterie einfach mit einer neuen. Und schon, Sesam, öffne dich. Hey, ich kenne mich mit Geräten aus. In meinem letzten Leben muss ich ein Ingenieur gewesen sein. So, wir sollen hier eine Batterie einlegen. Die müssen wir allerdings erstmal finden. Da liegt ein Zettel in der Asche. Jetzt weiß ich immerhin, dass jemand hier auf dem Dach gelebt hat oder lebt. Hoffentlich macht es ihm nichts aus, wenn ich ein neues Feuer mache und dieses sicherheitshalber entferne. Um das Baumenü zu öffnen, wir wieder... Also, da können wir ein neues Campingfeuer bauen. Aber dieses werden wir jetzt erstmal zerlegen. Ja, ein bisschen hier alles mitnehmen. Wer weiß, wozu es nötig ist. Wir haben, wie gesagt, schon einen neuen... Huhu! Oha! Dachtest du, du kannst dich von mir verstecken, Batterie? Genug rumgelegen. Jetzt wird gearbeitet. So, die nehmen wir jetzt auf. Dann können wir die in den Kühlschrank packen. Huhu! Soll das wirklich mein Schicksal sein, dass ich bis in alle Ewigkeit mit einem leblosen Objekten spreche? Also schön, dann wecken wir dich mal auf. Schauen wir, was drin steckt. Guten Morgen. Potzblitz, ich laufe wie der Boss. Aufgewacht bin ich. Und wenn ich Beine hätte, würde ich sogar für dich tanzen. Wow. Du kannst reden? Was genau bist du? Wer hätte das gedacht? Du hast wohl noch nie einen Kühlschrank gesehen, der reden kann. Ach, ich weiß. Ich werde langsam verrückt vom vielen Alleinsein. Ich fange an zu halluzinieren. Nein, ich habe eine bessere Erklärung. Eine böse Hexe hat dein Schloss verflucht. Die Hexe hat all deine Diener in sprechende Objekte verwandelt und dich in ein Monster. Veräppelst du mich gerade? So ist es, Boss. Ich heiße übrigens Earl. Schon als Kind habe ich gern gekocht, also wollte ich eine Küchenmaschine werden. Mal ganz kurz, Levisinchen, vielleicht nicht zum selber spielen, aber sei gewiss, ich lese dir alles vor. Erinnere dich an... Wie hieß das Ding mit dem Koch? Ich werde alles vorlesen. Also zum Zugucken alle mal
schauenswert, denke ich. Aber die Riesenkonzern Unicorp hat entschieden, dass ich mich besser als Getränkekühlschrank mache. Du warst also ein Mensch, wolltest aber von klein auf an zu einem smarten Gerät werden? Klingt etwas extrem. Gar nicht, das ist die vernünftige Arbeit. Viele Leute würden nur zu gern mit mir tauschen. Die Angehörigen werden großzügig entschädigt, weißt du? Meine haben ein gutes Geschäft gemacht. Wobei, da fällt mir ein, ich hatte gar keine Familie. Das überschreitet meine Vorstellungskraft. Vergiss die Festplatte nicht, Boss. Du bist neu hier. Ich habe immer spitzen Tipps auf Lager. Frag mich ruhig was. Ja, fangen wir mal mit dem Obersten an. Wer bin ich? Du kommst mir bekannt vor, Boss. Warst du mal Statist bei einer Kochshow? Ich kann mir Gesichter nicht gut merken. Rezepte sind viel einfacher. Leidest du an Gedächtnisding? Amnesie? Oder heißt es Amnesie? Erinnerst du dich wenigstens an ein paar Witze? Nein? Ich hatte gehofft, wir können uns so die Langeweile am Lagerfeuer vertreiben. Der Fernseher war sowas von geizig, wollte nicht mal kostenlos Werbung zeigen. Hey Frank, was leuchtet im Fernsehen? Frank! Sieh doch, jemand muss ihn gestohlen haben. Ja, dann gleich zur nächsten Frage übergehen. Wo sind wir hier? Wir sind hier in Cosmopolis, Baby. Wenn man die beste Hauptstadt der Welt sein will, muss man nur warten, bis der Ozean die Konkurrenz verschluckt hat. Das Leben hier war kein Zuckerschlecken-Boss. Ich habe endlos für die Reichen geschuftet und als ich dann digitalisiert war, durften sie sich vor mir bücken, um sich Essen zu holen. Haha! Was ist hier geschehen? Ganz ehrlich, Boss, ich habe nichts damit zu tun. Klar, das Café war nicht perfekt, aber jetzt... Meinst du die Flut? Hast du hinter dem zweiten Mond gelebt oder was? Nichts für ungut, Boss. Ich bin kein Experte, was die Ökologie angeht. Aber wie es scheint, geht es schon eine ganze Weile bergab. Wo sind nur all die Leute? Wenn ich das nur wüsste, müsste ich raten, würde ich sagen, dass uns vielleicht Außerirdische angegriffen haben. Ich wurde seit 6 Jahren nicht mehr gewartet. Ich wäre schon längst auf dem Schrottplatz, wenn noch jemand da wäre, um mich hinzubringen. Vorletzte Frage, wer hat hier gewohnt? Keine Ahnung, du bist der erste Mensch, den ich seit Jahren sehe. In Anbetracht des Chaos muss sich hier etwas ziemlich Schlimmes abgespielt haben, aber es ist schön, wie grün das Dach jetzt ist. Wir sehen uns. Ach, meine Schaltkreise, wir haben es etwas übertrieben, so viel Energie verbraucht. Es wird Zeit für den Schlafmodus. Du kannst auf dem Dach des Speichers hinter mir schlafen. Die Baristas in dem Café, in dem ich mal gearbeitet habe, haben zwischen den Schichten dort immer ein Nickerchen abgehalten. Wenn du den Drang hast, über die neuesten Gerüchte zu reden, weißt du, wo du mich findest, Boss. Ah ja. Schalte den Kühlschrank an, schlaf in dem Liegestuhl. Okay, aber wir müssen hier die Reparatur beginnen. Es gab mal eine Leiter zum Dach. Du solltest ein paar Bohlen finden und sie reparieren. Okay, Bohlen haben wir ja hier. Ich hoffe, die reichen. Natürlich reichen sie nicht. War ja klar. Ja. Gucken wir gut, ne? Rostige Nägel. Das ist alles noch Kunststoff. Wartet mal, ich habe, wenn ich mich recht entsinne, war hier vorne
Kunststoff, das kann ich nicht. Alles nur Zeug und Kram. Oh, guck mal, hier sind Bärchen. Das ist unsere Nahrung. Aber noch werden wir nicht essen. Okay, alles, was rot umrandet ist, können wir und dürfen wir noch nicht. Warte mal, ich glaube, ich habe was gefunden. Können wir das hier drüben? Hier sind doch Latten dran, oder? Natürlich nicht. Ach, Menno. Pilze. Da sind Pilze. Blümchen. Oh, die kann ich schon nicht mehr mitnehmen. Weil ich auch keine Dings mitnehmen kann, ne? Keine Latten. Oh, warte mal. Das kann ich noch nicht. Kiste kann ich noch nicht gucken. Was liegt da? Ausrufezeichen. So gut wie neu, schnell und scharf, überregend. Los, mein Schatz, zeig, was du kannst. Huhu. Okay, schon klar. Wir haben die rostige Säge gefunden, hurra. Und jetzt können wir... Oh Gott, Pfeile. Was ist raus, da lang? Ach, guck mal, wir haben Bohlen. Jetzt können wir die Dinge auch kaputt machen. Hallo, Mickey. Du hast eine Fliege verschluckt? Alter, aus. So. So, Leiter ist fertig. Gehen wir da mal hoch. Aha. Obwohl ich jahrelang geschlafen habe, wäre ich nicht abgeneigt, ein kleines Nickerchen abzuhalten. Ist laut, ne? Oh Gott. Mein Bauch rumort wie verrückt, ich könnte einen Elefanten essen. Wir haben da was bekommen. Prüfen. Bei dem Krach kann ich nicht schlafen. Was ist denn hier los? Oh Gott, was hat er denn? Verschwinde, du Energiesparparasit! Nein, nicht du! Ich rede mit diesem Egel. Du entziehst mir noch meine Lebensenergie. Du hast mir wieder geholfen, Boss. Elektrositen haben Angst vor Sonnenlicht. Tagsüber schlafen sie im Gebäude und nachts kommen sie raus, um uns auszusaugen. Noch können wir uns nicht ausruhen. Geh zu der Stelle da drüben, die ich ganz doll anstarre. Entferne das Ungeziefer, bevor es sich über das ganze Dach ausbreitet. Aber ich muss mal ganz kurz, das ist mir echt... Etwas zu laut. So, die Stelle, wo er ganz doll hinstarrt. So, und das mache ich jetzt. Oh, da kommen noch mehr. Kannst nicht aufheben. Ich weiß mal die Pilze weg. Okay. Oh, der macht mir Leben kaputt, oder was? Warte mal. Acht. Komm noch mal her hier. So. Was ich jetzt mal gucken möchte, ist... Wir können ja schon Lagerfeuer und solche Sachen machen.
Das Campingfeuer würde ich gerne hier neben den Kühlschrank hinsetzen. So. Was wir noch bauen können, ist eine Werkbank und die würde ich tatsächlich daneben hinstellen. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch bauen können. Braucht natürlich Bohlen. Natürlich. Warte. Affenmarsch kommt genau richtig. Ach, guck mal, hier gleich zwei. Also ich glaube, mit einer Dingssteuerung, mit einer Gamepad-Steuerung wird es wahrscheinlich dann einfacher. So, unser Feuer ist fertig. Was brauchen wir hier noch? Das können wir schon da reintun. Was ist das? Blech. Blech hatten wir doch vorhin, ne? Das war doch hier vorne. Da. Damit haben wir eine Werkbank geschaffen. Ich glaube, noch haben wir relativ viel Ruhe, ne? Ich möchte mal gucken, was wir so kochen können. Also wir können einen nahrhaften Salat kochen, wenn wir eine Blume, Salatblatt und Biomasse haben. Na toll. Können wir noch irgendwas anderes? Nee, ne? Von der Biomasse haben wir genug. Salat haben wir nicht und hier diese Blume, die hatten wir da hinten, ne? Oh, guck mal, da kommt schon wieder so ein Ding. Da ist so eine Raupe dran, ne? Schon besser. Oh, die hat das aufgemacht. Oh, dann können wir da rein, ne? Wollen wir da jetzt mitten in der Nacht reingehen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, jetzt ist Tag. Jetzt müssen wir die Dinger erstmal da entfernen, den ganzen Kram alles. Klicke auf das Rucksack-Symbol neben dem Schnellzugriff. Oh, okay, warte. Wir haben jetzt einen Rucksack. Oh, warte mal. Fliegt er jetzt dauernd um uns herum, oder was? Ah, hier, Inventar öffnen. Ah. Okay. Können wir das wieder ausmachen? So, dann brauchen wir nochmal die 8. Weil wir wollen ja nicht, dass das Zeug sich hier verbreitet, ne? Oh mein Gott. Können wir das da jetzt auch wegmachen? Warte. Undichter Injektor benötigt. Okay. Eisensäge. Hier haben wir noch mal ein Blech. Legen wir uns mal hier vorne hin. Wer weiß, wozu es gut ist. Also der Bohlen haben wir dann genügend. Gott. Einfacher Hammer. Ja, dann müssen wir mal gucken, wo wir den finden. Ne? So, das können wir zerlegen. Da brauchen wir eine Stahlsäge. Was haben wir denn hier? Noch eine leere Kryokapsel.
ob noch jemand auf dem Dach lebt? Ich hoffe, er hat noch sein Gedächtnis und er ist bei Verstand. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob da noch was kommt. Das ist zu weit weg. Ja, dann geh doch weiter ran, Herr im Himmel. So. Okay, hier kommen wir nicht durch. Erstmal ein bisschen aufräumen und Platz machen. Das Problem wird sein, dass wir hier auf Sicht keinen Platz haben werden für die ganzen Sachen, die wir hier einsammeln können. Was auch immer ich da gerade eingesammelt habe, ist es widerlich, oder?